Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute zeigen wir euch, wie ihr euren Bokashi-Eimer richtig befüllt und worauf ihr achten müsst. Viel Spaß beim Video. Wenn ihr zwei Bokashi-Eimer habt wie wir, dann könnt ihr einen dafür benutzen, den komplett voll zu machen und dann regelmäßig Bokashi abzuzapfen, um dann entweder euch einen neuen zu machen oder in dem anderen Bokashi-Eimer dann schön aufzufüllen und die Mikroorganismen zu benutzen, damit das zersetzt wird. Jetzt zeige ich euch, was da so rauskommt. Hier ist hoffentlich schon eine ganze Menge wieder drin. Wir haben hier noch so ein Sieb vorgemacht, das ist eine alte Strumpfhose, damit kleine Partikel rausgefiltert werden. Okay, dann macht man das auf. So. Und wie ihr seht, kommt schon eine ganze Menge Bokashi raus. Das hier ist jetzt unser Bokashi, das ist die Flüssigkeit, die wir gerade entnommen haben. Und die könnt ihr jetzt benutzen, um neuen Bokashi anzusetzen. Und zwar füllen wir den jetzt gleich in diese Sprühflasche. Das lässt sich am besten machen, damit alles schön benetzt ist. Also hier ist jetzt der Bokashi drin und Dominik zeigt euch gleich, wie ihr den Bokashi-Eimer befüllt und was genau ihr damit anstellt. Okay, also jetzt zeige ich euch, wie ihr den Bokashi-Eimer gut befüllt. Wir haben hier schon einmal vorbereitet etwas Biomüll, der klein geschnitten ist. Am Anfang ist es gut, wenn ihr den klein schneidet. Generell ist es auch gut, wenn ihr den klein schneidet. Haben wir aber bisher nicht immer gemacht und es hat auch ganz gut funktioniert. Also ihr nehmt den Biomüll, macht euren Bokashi auf und dann kommt der ganze Biomüll hier rein in den Bokashi-Eimer und das sieht dann im Prinzip so aus. Ja, der liegt jetzt lose im Prinzip da oben drauf. Ihr haut alles da rein. Wir haben jetzt hier Avocadoschalen, Zitrusfrüchte, Brokkolireste. Dann haben wir ja das Ganze schon in so einen schönen kleinen Sprüher gemacht. Als nächstes nehmt ihr den Sprüher, benetzt die Oberfläche von dem ganzen Biomüll, den ihr gerade reingelegt habt. So, sprüht es da so drauf, damit die effektiven Mikroorganismen gut überall auf dem Biomüll verteilt sind und ihre Arbeit machen können. Und wenn dann alles gut feucht ist, schnappt ihr euch euren Stampfer und mit dem Stampfer könnt ihr den Biomüll platt drücken. Das ist ganz wichtig, damit sich wenig Lufteinschlüsse zwischen den Bioabfallresten befinden und alles gut fermentiert werden kann. Ihr könnt dazu zum Beispiel so einen Kartoffelstampfer benutzen oder ihr macht das Ganze zum Beispiel auch mit der Hand oder mit einem Brettchen, habe ich gesehen bei anderen Leuten. So, was auch noch wichtig ist, ist, dass ihr nicht zu viel Biomüll auf einmal reinhaut. Immer nur ein bisschen, sodass einmal die Oberfläche bedeckt ist und dann vielleicht so hoch. Dann sprüht ihr das drauf und dann kann der Rest drauf und dann auch wieder mal besprühen mit diesem Sprüher zum Beispiel. Das ist einfach dahingehend wichtig, dass überall die effektiven Mikroorganismen hinkommen und nichts dazwischen ausgelassen wird. Also, ich bin noch dabei, weiteren Biomüll hier reinzulegen und zu benetzen mit der Flüssigkeit. Falls ihr diese Flüssigkeit eben noch nicht habt oder noch nicht im Bioladen nachgefragt habt, ob vielleicht die nette Bioladenverkäuferin euch was abgeben kann oder der nette Bioladenverkäufer oder vielleicht Freunde um die Ecke oder ihr habt mal bei eBay Kleinanzeigen geschaut, dann gibt es natürlich auch Gesteinsmehl zu kaufen bei Amazon oder in anderen Versandläden und ihr könnt zum Beispiel hier auch schauen, wie ihr euch selber einen Bokashi-Eimer baut und unten in der Beschreibung zeigen wir euch einmal das Gesteinsmehl. Wenn ihr das Mehl mit den effektiven Mikroorganismen benutzt, dann achtet bitte darauf, dass im Bokashi-Eimer immer genug Feuchtigkeit vorhanden ist und das Ganze nicht austrocknet, weil das sollte immer schön feucht sein. Das Mehl könnt ihr dann auch einfach wieder einmal den Bioabfall reintun in den Bokashi-Eimer und dann das Mehl draufstreuen, dann die nächste Ladung wieder draufstreuen. Im Prinzip genauso wie wenn ihr mit so einer Flasche effektiven Mikroorganismen das Ganze benetzen würdet. So, wir hoffen, ihr wisst jetzt, wie ihr euren Bokashi-Eimer gut befüllen könnt und worauf ihr achten müsst. Wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt uns die gerne unten in die Kommentare. Und lasst auch gerne ein Abo da, falls ihr informiert sein wollt über die neuesten Videos von uns. Falls ihr noch keinen eigenen Bokashi-Eimer habt und euch einen bauen wollt, dann kommt ihr hier zur Bokashi-Bauanleitung. Bis bald. Bis zum nächsten Video. Tschüss.